Backen und Kochen mit Selza McKenzie Video 1 für dir Glas Wasser mit Salz aufkochen. Die Butter in dem heißen Wasser schmelzen lassen und unter ständigem Rühren das Mehl auf einmal hineingeben. So lange rühren, bis der Topfboden weiß wird und sich ein Teigkloß bildet. Den Kloß sofort in eine Rührschüssel geben und die Eier nacheinander jeweils sorgfältig mit dem elektrischen Handrührgerät einarbeiten. 2. Den Ofen auf 2 Grad C, Klammer auf 180 Umluft, Klammer zu, vorheizen. Den Teig in einen Spritzbeutel mit breiter Tülle füllen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech fingerlange Streifen spritzen. So 25 Minuten backen. Herausnehmen und die Glas sofort längs halbieren. 3. Für die Füllung den Rhabarber in kleine Stücke schneiden, im Wein mit Zucker 5 bis 6 Minuten weich kochen, herausnehmen und die Flüssigkeit sirupartig einkochen. Den Rhabarber wieder zufügen und mit Vanillezucker zu Mousse verrühren. Abkühlen lassen. 4. Unmittelbar vor dem Füllen der Glas die Sahne sehr steif schlagen. Den Rhabarber unter die geschlagene Sahne heben, diese auf die unteren Hälften des Gebäcks verteilen und die obere Hälfte aufsetzen. Mit Puderzucker bestäuben. Mein Tipp: das Gebäck unbedingt heiß aufschneiden, da es sonst leicht bricht. Für den Teig 2 g Mehl, 2 türkische Lire Backpulver, 100 Gramm Magerquark, 5 OG Zucker, 1 Prise Salz, 1-3 Esslöffel Milch, 3 Esslöffel Öl, Butter, zum Einfetten Mehl für die Arbeitsfläche Springform, 26 cm Durchmesser für den Belag, 3 bis 4 Esslöffel Kokosflocken, 8 Rhabarberstangen, für 6 bis 8 Stücke Zubereitungszeit. 4 Uhr Minuten Backzeit, 35 bis 4 Uhr Minuten für den Guss, 70 Gramm Sahne, 7 Uhr gezuckerte Kokosmilch, 2 Eier, Klammer auf Größe L, Klammer zu, EL Zucker. Junger Rhabarber ist so zart, dass man ihn nicht abziehen muss. Rotstielige Sorten schmecken milder als die grünstieligen. 1. Für den Teig Mehl mit Backpulver in einer Schüssel mischen. Quark, Zucker, Salz, Ei, Milch und Öl nacheinander zugeben und alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Mein Tipp: Kokosmilch ist einfach selbst zu machen. Geh Kokosflocken aus dem Backregal mit 50 Ml kochendem Wasser übergießen und im Standmixer auf höchster Stufe mixen, kurz ziehen lassen und erneut kurz mixen. Durch ein Sieb abgießen und alles Flüssige kräftig aus den Flocken her ausdrücken. Schmeckt viel besser als gekaufte. 52 Die Springform mit Butter einfetten. Teig, auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwas größer als die Springformfläche ausrollen. In die Form legen und Rand andrücken. 3. Für den Belag den Rhabarber abziehen und in 1 bis 2 cm große Stücke schneiden. Die Kokosflocken auf den Teig streuen, den Rhabarber darauf verteilen. Den Backofen auf 180, Klammer auf 160 Umluft, Klammer zu, vorheizen. 4. Für den Guss Sahne, Kokosmilch, Eier und Zucker verquirlen. Auf der Torte verteilen und den Kuchen ca. 35 bis 40 Minuten backen. Herausnehmen und lauwarm genießen. Für den Teig 3 OG Mehl, 1 Päckchen Backpulver, 6 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 25 OG feinster Zucker, 150 Gramm sehr weiche Butter, 1 Prise Salz, 6 Esslöffel Sahne für den Belag, 1,5 Kilogramm Rhabarber, 250 Gramm Zucker, 1 Päckchen Vanillepuddingpulver, 500 Milliliter Milch, ca. 150 Gramm Johannisbeergelee, 30 bis 4 OG gehackte Pistazien. Blechkuchen sind einfach zu machen, reichen für viele Personen und schmecken köstlich. 1. Für den Teig das Mehl mit Backpulver mischen. Die Eier schaumig rühren, dabei den Zucker einrieseln lassen. Butter, Mehl, Salz und Sahne einrühren und einen glatten Teig herstellen. 2. Den Ofen auf Moderat C, Klammer auf 190 Umluft, Klammer zu, vorheizen. Den Teig auf ein mit Backpapier belegtes Blech streichen und 15 Minuten backen. 3. Für den Belag den Rhabarber abziehen und in Zentimeter große Stücke schneiden. Mit Zucker vermischen und eine Stunde ruhen lassen. In ein Sieb geben und gut abtropfen lassen. 4. Das Puddingpulver mit Milch nach Packungsangabe zu einem Pudding kochen. Etwas abkühlen lassen. 5. Den Ofen wieder auf 210, Klammer auf 190 Umluft, Klammer zu, vorheizen. Den Pudding auf den Kuchenboden streichen, den Rhabarber gleichmäßig darauf verteilen.
weitere 2010 bis 15 Minuten backen, herausnehmen und abkühlen lassen. 6. Das Johannisbeergelee unterrühren, leicht einkochen. Auf den Rhabarber streichen und alles mit Pistazien bestreuen. Für den Rhabarber 4 bis 5 dünne, junge Rhabarberstangen, ca. 13 cm lang, 2 Esslöffel Zucker, ZEL Weißwein, 8 bis 10 runde Reisblätter, ca. 21 cm Durchmesser, Klammer auf Asialaden, Klammer zu. 1. Für den Reis die Orangenschale mit einem Zistenreißer oder scharfen Messerchen dünn und in sehr feinen Streifen, Klammer auf Zisten, Klammer zu, abziehen. Die Rosinen hacken. Die Milch aufkochen und den Reis einrühren. Die Hitze reduzieren, Zucker, Vanillemark, Orangenschale und Rosinen zufügen, fleißig rühren. Nach ca. 20 Minuten ist der Reis gar. Die Reismasse sollte cremig, dicklich und nicht flüssig sein. Erkalten lassen. 2. Die Rhabarberstangen abziehen und längs halbieren. Mit Zucker im Wein 1 bis 2 Minuten weich dünsten. Abtropfen lassen. 3. Die Reisblätter einzeln für ca. 13 Sekunden in einer flachen Schale in warmem Wasser einweichen und in ein feuchtes Tuch schlagen. Ein Reisblatt auf die Arbeitsfläche legen und in die Mitte eine glatte Reisschicht streichen. Es soll ein 2 bis 3 cm breiter Rand frei bleiben. Jeweils ein Rhabarberstück mittig auf den Reis setzen. 4. Die Reisblätter quer zum Rhabarber aufrollen, erst von der unteren Seite ein kleines Stück aufrollen, dann von der oberen. Reisblätter rechts und links bis zu den Enden des Rhabarbers einschlagen. Eine Rolle herstellen. Die fertigen Rollen bis zum Servieren mit einem feuchten Tuch bedecken. Zum Servieren in Sushi große Portionen schneiden. Zubereitungszeit, 40 bis 50 Minuten Gehzeiten, 1 Z-Stunden Ruhezeit, 3 Stunden Backzeit, 20 Minuten. Für die Füllung 60 OG junge Rhabarberstangen, 3 Esslöffel Zucker, 1 Päckchen Mandel- oder Vanillepuddingpulver, 500 ml Milch, 30 OG TK Heidelbeeren für den Teig, 48 OG Mehl plus Mehl für die Arbeitsfläche, 3 OG frische Hefe, 90 Gramm Zucker, 120 ml handwarme Milch, eventuell etwas mehr, eine Prise Salz, Z-Eier, 90 Gramm, weiche Butter in Stückchen für die Glasur, 6 Esslöffel Bitterorangenmarmelade. Wir lieben diese kleinen Schnecken zum Frühstück. Und zu einem Brunchbuffet gehören sie unbedingt dazu. 1. Für die Füllung den Rhabarber in 1 cm große Stücke schneiden, mit Zucker mischen und 3 Stunden stehen lassen. Das Puddingpulver nach Packungsangabe zubereiten und abkühlen lassen. 2. Für den Vorteig 4 Esslöffel Mehl in eine Schüssel, 7 Hefe hineinbröseln, mit 1 Esslöffel Zucker und so viel Milch gut verrühren, dass ein flüssiger Brei entsteht. Abdecken und 20 bis 30 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. 3. Den Vorteig mit den restlichen Teigzutaten zu einem glatten Teig groß verarbeiten, eventuell etwas mehr Mehl oder Milch einarbeiten. Zudecken und ca. 5 Minuten gehen lassen. Mein Tipp: statt der Orangenmarmelade kann auch Erdbeer- oder Aprikosenkonfitüre für die Glasur verwendet werden. 4. Den Teig auf einer bemehlten Fläche kurz durchkneten. Zu einem ca. y2 cm dicken Rechteck ausrollen und gleichmäßig mit der Puddingmasse bestreichen, dabei rund um einen Rand von ca. 2 cm lassen. Den abgetropften Rhabarber und die Heidelbeeren auf der Puddingschicht verteilen. 5. Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen, den Teig behutsam aufrollen und mit einem großen scharfen Messer in 2 cm dicke Scheiben schneiden. Die Schnecken mit etwas Abstand auf die Bleche legen und abgedeckt 20 bis 30 Minuten gehen lassen. Den Ofen auf 2 Grad C, Klammer auf 18 Grad C Umluft, Klammer zu, vorheizen und die Schnecken 16 bis 20 Minuten backen. 6. Für die Glasur die Marmelade erhitzen und glatt rühren. Die noch warmen Schnecken damit überziehen. 1 Kilogramm Rhabarber, 3 türkische Lire Zucker, 300 Gramm Amaretti, Klammer auf italienische, 12 Esslöffel Zucker, 3 Eiweiß Mandelmakronen, Klammer zu, 5 Esslöffel Amaretto, Klammer auf Mandellikör, Klammer zu, 6 Eigelb, 3 Esslöffel gehackte Pistazien, 75 Gramm Zucker oder geröstete Mandelblättchen, 750 Gramm Quark, Klammer auf 40% Fett in
Klammer zu. Aperta cordu. Der italienische Klassiker hier ganz frühlingsfrisch der Genuss bleibt. 1. Den Rhabarber in 1 cm große Stücke schneiden. Mit Zucker in 3 Esslöffel Wasser ca. 10 Minuten weich kochen. Von dem Kompott Isomilchflüssigkeit abnehmen und mit Amaretto mischen. Abkühlen lassen. 2. In der Zwischenzeit Eigelb und Zucker zu einem festen Schaum schlagen. Mit Quark vermischen. Eiweiß steif schlagen und unter die Quarkmischung heben. 3. Die Amaretti nebeneinander in eine Form legen. Den Rhabarber-Amaretto-Saft aufträufeln und alles mit Kompott bedecken. Die Quarkcreme auf das Kompott streichen, mit Pistazien bestreuen und das Tiramisu für 2 bis 3 Stunden kühl stellen. Mein Tipp: wegen der rohen Eier sollten Sie dieses Dessert nur gut gekühlt aufbewahren und am Tag der Herstellung verzehren. Trüffel ist eine englische Süßspeise, die aus Frucht- oder Fruchtzubereitung mit Alkohol, getränktem Biskuitkuchen und Schlagsahne besteht. Es sollte immer schön geschichtet in Gläsern serviert werden. 1. Den Rhabarber in 1 cm große Stücke schneiden. In einem Topf einige EL Wasser zum Kochen bringen und den Rhabarber darin 2 Minuten garen, herausnehmen und abtropfen lassen. Den Rhabarber mit Zucker in der Küchenmaschine pürieren. 2. Die unaufgetauten Himbeeren mit Limettenschale und 2 Esslöffel Batida de Coco behutsam vermischen. Die Beeren sollen nicht zerdrückt werden. 3. 2 Drittel des Rhabarberpürees mit dem Quark mischen. Die Kuchenstücke in Würfel schneiden und mit 2 Esslöffel Kokoslikör beträufeln. 4. Alles in folgender Reihenfolge in hohe Dessertgläser schichten, die Hälfte des Kuchens, die Hälfte des Quarks, alle Himbeeren, restlichen Kuchen und restlichen Quark. Mit Rhabarberpüree abschließen. Zum Durchziehen mindestens 1 Stunde kühl stellen. 5. Die Sahne cremig schlagen, den restlichen EL-Kokoslikör zufügen, dann steif schlagen. Auf jedes Trüffel eine Sahnehaube setzen. Ein Tipp: wer einen Kokoslikör hat, kann ihn durch Grand Marnier oder einen süßen Sherry ersetzen. Das Trüffel auch einmal mit Erdbeeren oder Heidelbeeren probieren. Puffites sind eine herrliche Eiskreation für alle, die keine Eismaschine besitzen, denn es muss beim Gefrieren nicht gerührt werden. 1. Den Rhabarber putzen, schälen und in 1 bis 2 cm lange Stücke schneiden. Zusammen mit Orangensaft und 5 OG Zucker in einem Topf 2010 bis 15 Minuten weich kochen. Vollständig abkühlen lassen. 2. Die Kuvertüre hacken, im Wasserbad eine Rundschüssel auf einen Topf mit heißem Wasser setzen, bei mäßiger Temperatur langsam schmelzen und zur Seite stellen. Eigelb mit den restlichen 6 OG Zucker im Wasserbad zu einem dicken Schaum aufschlagen. Herunternehmen und einige Minuten rühren, die Masse soll etwas abkühlen. Mein Tipp: die ideale Schmelztemperatur der Kuvertüre liegt bei 45, die Abkühltemperatur, Klammer auf Schritt 2 Klammer zu, liegt bei 26 bis 8. Beim Schmelzen unbedingt darauf achten, dass kein Wasser in die Schokolade gerät.